Video möchte ich euch mal einen riesigen TNT-Block zeigen. Und zwar dieser hier. Ich zeige ihn erstmal von allen Seiten. Der ist ja 16x16 Blöcke, ist die der TNT-Explosion nachempfunden. So, TNT. Auch von oben her. So sieht das TNT, der TNT-Block von oben aus. Sieht auch ziemlich gut aus. Hoffe ich mal. Und von unten her sieht das so aus. Und diesen, und der ist jetzt mit 2700, hier steht ja 2744 Blocks, been changed. Und jetzt habe ich das auch als Schematic gespeichert. Jetzt zünde ich das Ding mal an. Jetzt fängt das gleich an zu brennen. Und da sieht man TNT, hat sich freigelegt. Und jetzt wird sich das gleich entzünden. Ah, es brennt erstmal. Und das TNT brennt. Oh, das ist entzündet und abgeschossen. Das TNT-Block geht in die Luft. 2744 TNT-Blöcke. Und nicht mehr so leicht. Alles klar, einfach Computerleitung zu sparen. Ne? Also sieht hier an, wie viel TNT noch da macht, all die Karten. 3744 Blöcke. Wenn ich sonst auch einmal 3232 TNT noch geben. So, jetzt ist das hier alles weggesprengt, also hat einen relativ großen Krater verursacht. Hier ist der Bad Warp, deswegen. Ich habe das ja als Schematik gespeichert. Ich kann das ja direkt pasten. Das ist ja. So sieht der ja aus. Dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, teilen und abonnieren.